Hallo, ich bin der Eugen von Musik Schmidt und ich zeige euch heute was brandneues, und zwar das Alesis Multimix 4 USB. Das Alesis Multimix 4 USB ist ein Gerät mit zwei Funktionen in einem. Und zwar haben wir einmal ein Vierkanal-Mischpult und zum zweiten eine Soundkarte, ein Interface für den Computer. So. Dann packen wir mal die ganze Sache mal aus. Ich habe es selber noch nicht angeschaut. Okay, da haben wir einmal das USB-Kabel, um das Gerät an den PC anzuschließen. Dann wird hier das Netzteil drin sein für den Strom. So, einmal die Gebrauchsanleitung. So, und das Gerät selber. Packen wir das mal alles aus und dann zeige ich euch das mal. So sieht das schicke Teil aus. Sehr klein, sehr kompakt. Was als erstes auffällt, es ist hier komplett aus Aluminium, also nichts Plastik. Sehr robust, sieht sehr rottauglich aus. Jo, dann schauen wir uns mal die ganzen Anschlüsse an. Also, wir haben hier oben einmal zwei Monokanäle, um zum Beispiel hier ein Mikrofon anzuschließen über XLR. Dann haben wir unten drunter nochmal einen Klinkeneingang. Hier im ersten Kanal haben wir nochmal einen Anschluss auch für Gitarre und Bass mit zusätzlichem HiZ-Schalter, damit das Signal ordnungsgemäß am Mischer ankommt. Dann nebendran haben wir ein Hoch Passschalter, um die tiefen Frequenzen zu trennen, zum Beispiel für Mikrofonaufnahmen, um da die Störenden besser rauszunehmen. So, weiter unten haben wir dann unseren Gain-Regler, der die Eingangsempfindlichkeit regelt. Dann geht es weiter mit dem Equalizer in dieser grauen Zone hier. Da haben wir hier oben einmal den EQ für die Höhen und unten einmal für die Bässe. So, der Drehregler unten drunter ist der Pan oder auch Balance. Und zwar kann man hier das Signal entweder nur auf links oder auf rechts ziehen. Und unten drunter haben wir hier nochmal den Line-Level von dem jeweiligen Kanal. So, das gleiche auch bei Kanal 2. Allerdings fehlt hier der HiZ-Schalter für die Gitarre. Dann geht es weiter mit Kanal 3 und 4. Er hat hier zwei Klinkenanschlüsse. Man kann es jetzt entweder auch als Monofunktion nutzen für zwei Geräte oder auch als Stereoquelle, um zum Beispiel einen CD-Spieler anzuschließen über diesen Eingang. Unten drunter finden wir hier auch die Regelung für den Kanal 3 und 4 und auch nochmal die Balance. So, dann geht es weiter hier mit diesem tollen Schalter. Das ist die Phantomspeisung. Und zwar gibt es hier dann bei Betätigung 48 Volt für Kondensatormikrofone zum Beispiel. Nebendran von Kanal 3 und 4 haben wir den Mainout. Der Mainout ist der Master-Ausgang. Und hier nebendran ist der Kopfhörerausgang oder auch der Monitorausgang. Dann haben wir hier unten auch nochmal eine separate Regelung. Einmal für den Monitorausgang, also den Kopfhörerausgang. Und unten drunter nochmal die Regelung für den Master. Ja, sehr übersichtlich, sehr kompakt gehalten, ist alles selbstverständlich, alles gut sichtbar. Dann schauen wir uns mal nochmal die Rückseite an. Auf der Rückseite haben wir einmal den USB-Anschluss, um das Gerät an den Computer anzuschließen. Dann haben wir hier den Powerschalter und hier nochmal den Eingang für den Netzadapter. Ja. Wie gesagt, das Besondere an dem Gerät ist das Computerinterface, das da drin verbaut ist. Das Gerät wird einfach per USB an den Rechner angeschlossen und wir haben hier eine 16-Bit-Soundkarte, wo man seine ganzen Aktionen, die man über dieses Mischpult macht, auch aufnehmen kann über eine Sequencer-Software. Ja, für unter 100 € ist das eine Neuheit. Das gab es noch nie in so einer kompakten Bauweise. Man hat alles drin in dem Gerät. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen bei uns im Laden in der Hanauer Landstraße in Frankfurt. Da könnt ihr es gerne mal mitnehmen, zu Hause auch ausprobieren. Wir haben 33 Tage Geld zurück.
66 Tage Umtausch. Oder ihr könnt es auch im Internet bestellen. Wir liefern kostenfrei unter www.musik-schmidt.de. Ich bin der Eugen und ich spiele Schmidt.